liebe Nachbarn, liebe Freunde. Dies ist ein besonderer Tag, auch insbesondere für euch, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Snickers Concept Store. Wir wollen heute den ersten Spatenstich für den Baubeginn feiern. Und mit uns feiern die Menschen, die dieses Projekt bisher unterstützt und mit viel Engagement begleitet haben. Ich freue mich, in diesem Zusammenhang Herrn Zimmermann und Frau Lange von der Firma Hulderforce Group begrüßen zu können. Sie wissen oder ahnen es schon, eine kleine Rede gehört zu so einem Ereignis dazu. Ich werde es so kurz machen wie irgendwie möglich, aber es ist mir wichtig, noch einmal einen kleinen Rückblick zu halten. Früher kümmerte sich niemand darum, was Handwerker bei der Arbeit zu tragen pflegten. Das Interesse war nicht besonders groß, nicht einmal bei denjenigen, die täglich in den Kleidungsstücken arbeiteten. Zu Beginn der 70er Jahre aber geschah etwas sehr Interessantes. Aus purer Verärgerung heraus entwickelte ein Elektriker namens Mativio einige Arbeitskleidungsstücke für den Eigengebrauch. Die Original Snickers waren geboren. 1981 zählte Original Snickers schon zu einer der 100 wichtigsten Innovationen in Schweden seit 1945. In weniger als 10 Jahren hatte Snickers einen eigenen Stil für moderne Arbeitskleidung entwickelt. Das Interesse bei der Arbeit, funktionell und gut angezogen zu sein, stieg dadurch rapide. Sowohl bei den Arbeitern selbst als auch bei deren Vorgesetzten. Bequemlichkeit bei der Arbeit und Effizienz gehen Hand in Hand. Plötzlich machte man sich darüber Gedanken. Damals, 1993, erinnere mich sehr gut, ist diese Idee nach Kaltenkirchen gekommen, in die Kieler Straße 30. Ich war 24 Jahre alt, der Eingang war noch vorne, der Kleine, einige kennen das sicherlich noch, das Lager war hinten und die ersten Trendsetter und Snickers-Fans in Schleswig-Holstein waren geboren. Anfang 2000 wurde das europäische Zentrallager eröffnet und wir konnten dadurch unsere Ware, die hinten im Lager war, innerhalb von 2 Tagen aus dem Zentrallager beziehen, sodass wir das erste Mal vergrößern konnten und die Verkaufsfläche im ganzen Laden, auf dem ganzen Laden vergrößert haben. Wir konnten dadurch den Shop enorm vergrößern. Leider sind wir wieder an unsere Grenzen gestoßen und deshalb ist es sehr toll, dass wir heute hier sind und feierlich ein Spatenstich durchführen können. Ich möchte noch mal kurz dazu sagen, dass wir sehr stolz sind, dass wir in Kaltenkirchen hier als Speerspitze vom Unternehmen Hulderforce Group den ersten großen oder Nordeuropas größten Snickers Store im Oktober eröffnen können. Das macht uns sehr stolz. Wir waren ja damals 3 Niederlassungen, eine in München, eine in Stuttgart, eine in Kaltenkirchen und wir haben uns gegenüber München und Stuttgart halt durchgesetzt. Ich weiß auch, ich bin damals angefangen als Verkäufer hier in Schleswig-Holstein. Mir hat man mal gesagt, auf Messen, Leute, die aus anderen Bundesländern kommen, in Schleswig-Holstein ist es schwierig, einen Freund zu bekommen. Ich sage dazu, das mag vielleicht sein, aber wenn man ihn hat, dann hat man ihn für immer. Ja, ist so. Ich freue mich auch, dass wir mit der Firma Schütt ein Unternehmen den Auftrag gegeben haben, das auf eine lange Tradition bei der Planung und Fertigstellung von Gebäuden zurückblicken kann. Mit dem Prokuristen Herrn Ketzel, dem Architekten Herrn Bruder, haben wir schon einige Nachmittage zusammengesessen, geplant, alles wieder umgeschmissen, nochmal geplant und nochmal geplant. Und nicht wieder umgeschmissen. Ich möchte es auch nicht missen, bei dieser Gelegenheit mich bei meinem Projektmanager Herrn Weinhardt, der leider heute nicht hier ist, zu bedanken.
ihr wisst gar nicht, wie wir das alles schaffen wollten. Und ich bin froh, ihn an meiner Seite zu wissen. Schade, dass er heute nicht hier ist. Das von Firma Schütt als Generalunternehmen verantwortete Projekt, jetzt kurz gesagt, architektonisch ansprechend, energiesparend, effizient, modern, sicher, mitarbeiterfreundlich, ergonomisch und zeitgemäß. Ganz wichtig dabei zu wünschen wäre es allen, dass gemäß der Planung gebaut werden kann. Wenn das Wetter so mitspielt wie heute, dann wird das Gebäude sicher Ende September fertig. Zu wünschen wäre auch, dass die Bauarbeiten ohne Verletzungen und Unfälle ablaufen werden. Sowie, dass der fixierte Kostenrahmen eingehalten wird oder unterschritten. Da hätte ich auch nichts dagegen. Danke nochmal an alle, die hier erschienen sind, dass wir heute in diesen Spatenstich gebührend feiern können. Ich möchte jetzt das Café eröffnen. Dort hinten stehen Gläser zum Anstoßen bereit. Ja, und Herr Zimmermann, Herr Bürgermeister, Kati, Holstein Rüffel in die Hand. Und dann würde ich sagen, auf die Spaten fertig. Los. Holen Sie los. Ja, ich würde. Also, ja. Kurz, also Herr Abelsos, liebe Anwesende, liebe Gäste, Nachbarn, ich finde es klasse, dass Sie schon hier so deutlich zeigen, dass Sie in guter Nachbarschaft miteinander Geschäfte machen wollen. Also Globus ist hier, Dunhof ist hier, Bauhof ist dabei. Sie haben ja gesagt, dass Sie nicht ganz so viele Standorte haben. Also deswegen ist es ja nun München, Stuttgart und dann jetzt hier Kaltenkirchen. Relativ ausgeglichen. Ich erachte es als ein Anerkenntnis an die Stadt Kaltenkirchen, dass die Snickers hier in Kaltenkirchen so neu und so nachhaltig etabliert mit einem Neubau. Das haben Sie sich lange sicherlich mit Sicherheit überlegt, aber der Platz ist ja auch eng geworden und so eine Stadt wächst. Das Geschäft ist gewachsen, das ist gut so und ich glaube, dass Sie auch in guter Nachbarschaft sind mit dem Globus und auch mit dem Dohnhof. Was das Verknüpfen von Geschäften eventuell angeht. Also ich glaube schon, dass die Synergieeffekte entstehen können und auch werden. Für uns als Stadt ist es ganz wichtig gewesen, die Kieler Straße weiterzuentwickeln in der Bebauung, weil wir hier zwar davon profitieren, die A7 direkt vor der Tür zu haben, aber wenn das Geschäft an der A7 nicht lebhaft ist, für diejenigen, die auf der A7 unterwegs sind, dann nützt uns die A7 auch nicht allzu viel. Also deswegen war es wichtig, praktisch hier mehr Geschäft an die A7 zu bringen und hier eben diese Bebauung zu ermöglichen. Und der B-Plan 72, Christaland, so nennt sich das hier, war für uns sozusagen eine wichtige oder ist eine wichtige Schlüsselfunktion, um den Verkehr von der A7 hier abzuholen mit attraktiven Angeboten an der A7. Das gelingt auch mit Ihnen, mit dem Neubau Snickers. Sie haben ja gesagt, Berufsbekleidung wird immer weiterentwickelt, auch in Bezug auf moderne Bekleidung. Also es ist nicht mehr so, dass man einfach nur Sicherheitsbekleidung anhat, sondern das muss auch ein bisschen schick sein, das muss vernünftig passen. Und ich denke mal, dass Sie genau diesen Markt treffen. Und ich wünsche dem Bau gutes Gelingen. Ich wünsche natürlich auch allen Beteiligten einen schnellen und wirtschaftlichen Verlauf und auch den Handwerkern natürlich verletzungsfrei arbeiten. Und ich hoffe, dass wir uns im Herbst dann hier zur Eröffnung wieder treffen. Ich bin mir ganz sicher, dass Sie das schaffen und uns eine gute Zusammenarbeit am neuen Standort und gutes Gelingen. Vielen Dank. Mal den Spatenstich. Ja.
Entschuldigung, lange Katharina. Katharina mit K? Ja, bitte. Okay. Danke. Liegt aber noch der Schlüssel. Ja. Wir haben uns anders geeinigt. Wir kriegen die Fotos. Genau. Danke. Ich würde euch auch noch Fotos freuen. Wie viele haben wir schon? Lächeln erwartet. Nee, stehen drauf und gar nicht. Das ist so ein Klausel, einmal noch dicht dran. Sehr schön. Ja, ich will die Schrift noch mal sehen. Sehr schön. Okay. Lass uns das noch mal einmal bitte.